Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Es ist soweit. Battlestate Games hat den neuen Patch gedroppt und damit auch den Nachfolger der Edge of Darkness Version. Diese trägt den Titel The Unheard Edition und beinhaltet einige Features, bei denen man sich jetzt wieder streiten kann, ob Pay to Win oder ähnliches. Des Weiteren gab es noch ein paar Änderungen Escape from Tarkov selbst, im Schwerpunkt Kampfmechaniken, Hitbox und Armor-System, aber fangen wir erstmal im Detail mit der neuen erhältlichen Edition von Tarkov an. Die Unheard Edition gibt's natürlich nicht geschenkt und auch der Preis hat ziemlich in sich. So bezahlen wir 250 Euro laut Website für die Version, wenn wir keine upgradebare Version bereits haben. Allerdings kommen dann noch Steuern und Gebühren auf uns zu, was einen Endpreis von ungefähr 285 bis 290 Euro bringen sollte. Habt ihr zum Beispiel die Edge of Darkness Version und upgradet, sind es, ich sage mal, nur 95 Euro laut Website, aber hier mit Steuern etc. kommen wir auf ca. 125, die uns der Spaß dann kostet. Was der Preis jetzt über Battlestate Games aussagt oder ob der Preis gerechtfertigt ist, lasse ich jetzt mal so stehen. Was aber wichtig ist, was bekommen wir denn für das Geld überhaupt? Die neue Edition bietet uns Zugang zu einem PvE-Koop-Modus, dessen Fortschritt wohl bestehen bleibt und der bei Wipes auch nicht zurückgesetzt wird. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass dieser Modus separat laufen wird zum Progress, den wir mit unserem Online-Raids machen. Wie genau das aber ausschaut, sehen wir dann, wenn der Patch live geht bzw. die Server wieder online sind. Wir bekommen eine erweiterte Stash-Größe von 10x72 Slots und wir erhalten direkt bei Start einen Push auf unsere Skills um jeweils 3 Level. Wir starten also bei jedem Charakter-Skill auf Level 3. Gerade hier denken jetzt viele an Pay-to-Win, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese 3 Level bei den Skills sind jetzt nicht wirklich so ausschlaggebend, finde ich. Sicherlich ein kleiner Push am Anfang, aber auch nicht wirklich weltbewegend. Interessant für mich persönlich ist, dass wir, also unser PMC, mehr Taschenslots bekommt. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, 2 einzelne und 2 doppelte Slots, so wie wir das teilweise bei den Bossen kennen. Wir bekommen wieder zusätzliche Ausrüstung wie alle Anfängerpakete, in welchem Umfang genau, kann ich hier aber leider zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Natürlich bekommen wir auch wieder eine eindeutige Ingame-ID, wie bei der Edge of Darkness Version zuvor auch schon. Und dann erhalten wir auch noch einen einzigartigen radioelektrischen Gegenstand mit dem Titel Mark of the Unheard. Was genau dieser Gegenstand ist oder macht, ist noch unklar. Viele vermuten aber, es ist ein Gegenstand, der speziell für den PvE-Modus gemacht ist. Aber warten wir mal ab. Wir bekommen eine neue einzigartige Nahkampfwaffe und ein neues einzigartiges Armband im Spiel. Jetzt kommt mal wieder was Neues, wir bekommen nämlich eine längere Aufbewahrungszeit für Mails. Ich gehe mal davon aus, dass damit die Ingame-Post gemeint ist. Bei dieser haben wir dann wohl mehr Zeit, bis wir diese abgeholt haben müssen. Auf dem Fliermarkt bekommen wir auch mehr Plätze, also Mann, du doofe Kuh, Alter. Mein Herz. Auf dem Fliermarkt bekommen wir auch mehr Plätze, also Mann, du doofe Kuh, Alter. Auf dem Fliermarkt bekommen wir mehr Plätze, also können mehr gleichzeitig zum Verkauf einstellen, unabhängig von unserem Trader-Rating. Bei dem Trader-Fans starten wir zu Beginn mit einer höheren Reputation, wir bekommen einen zusätzlichen Hauptmenü-Hintergrund und wir bekommen Zugriff auf den Early-Test-Server. Diesen konnte man in der Vergangenheit zwar beantragen, aber so haben wir wohl direkt Zugriff. Persönlich ist das für mich eine Riesenflaute, weil ganz ehrlich, wann konnten wir den Test-Server in der Vergangenheit wirklich mal nutzen? Entweder ist das an mir vorbeigegangen oder die Anzahl war wirklich so gering, dass ich hier einfach keinen Vorteil oder Goodie erkenne. Kann. So, das war's aber zur neuen Edition und warten wir mal ab, was genau uns da erwartet, sobald die Server live gehen. Eine Kaufempfehlung auszusprechen wäre für mich noch etwas früh, aber der PvE-Koop-Modus könnte vielleicht das sein, was vielen aktuellen Tarkov fehlt. Gerade denen, die eher die PvE-Aspekte in Shootern interessant finden. Und es sind sicher auch gute Inhalte dabei, allerdings muss ich ehrlich sagen, dass Battlestate Games mit dem Preis übers Ziel hinausgeschossen ist und ich persönlich würde eher dazu raten, den nächsten Rabatt in Tarkov abzuwarten, um wenigstens dadurch vielleicht ein wenig Geld zu sparen. Für alle die, die Inhalte eher uninteressant finden, ist es auch völlig in Ordnung, bei dem zu bleiben, was ihr eh schon habt. So, wandern wir weiter zu den Ingame-Änderungen. Erster Punkt ist, dass wir Tarkov jetzt im späten Frühling erleben werden. Die Maps sich also optisch wieder ein wenig verändern und wir auf jeden Fall mit weniger Schnee zu rechnen haben. Im Interview von Pestilio und Nikita kamen ja einige Community-Änderungen ins Gespräch und auch hier wurde von BSG wieder gehandelt. Und so wurde jetzt bereits die Basisträgheitsstärke, also Inertia, reduziert, der Aim-Punch-Effekt wurde reduziert, auch der Blur-Effekt, wenn wir Schaden erleiden und das Verzerren der Kamera, wenn wir Schießen wurde reduziert. Kommen wir jetzt weiter zu den Hitbox-Änderungen. Die kompletten Änderungen seht ihr hier und ich fasse sie einfach noch einmal mit meinen Worten zusammen. Letztendlich wurden die Schwellenwerte angepasst, was den ganzen Körper angeht. Also der Wert, bis wann bei der Körper-Hitbox etwas durchdrungen wird. Sollte euch jetzt eine Kugel treffen und dann erleidet ihr durch die nächste Kugel, die euch trifft, weniger Schaden. Abhängig ist die Schadensreduzierung hier aber von dem Penetration-Wert und dem Kaliber der Kugel, die euch trifft. Also je größer die Durchschlagskraft und das Kaliber der Patrone sind, desto geringer ist die Schadensreduzierung. Den Abschluss der Hitbox-Änderung macht hier einmal die Axel-Hitbox. Die Größe hier wurde auch wieder weiter reduziert.
Das war's einmal dazu. Kommen wir weiter zur Überarbeitung der Durchdrehung an unserer Panzerung bzw. Armor. Im Detail habe ich euch das wieder eingeblendet. Im Wesentlichen merken wir uns die Änderung, dass jetzt bei vielen Patronen, die auf die Armor einprassen, eine neue Variation hinzukommt, was die Panzerdurchdringung betrifft. Dass die Durchschlagskraft der Munition bei Abnahme der Geschossgeschwindigkeit auch geringer wird und dass die Durchdringung nach der Kollision auf die Armor oder Körperhitboxen nachlassen kann. So, meine Freunde, das war erstmal alles zu Patch 14.6. Ich muss sagen, einige Änderungen gefallen mir echt gut und ich bin gespannt, wie es sich letztendlich in-game verhält. Was die neue Edition angeht, sollten wir dem Ganzen mal ein wenig Zeit geben und genauer betrachten, wie sich das Ganze auswirkt, was der neue Modus zu bieten hat und ob es uns mit unseren aktuellen Editionen beeinflusst oder eher nicht. Haut mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr über den Patch und die Unhurt Edition denkt. Ansonsten war es das erstmal wieder von mir, freue mich natürlich über den Daumen nach oben, denkt an meine Socials und schaut auch gerne mal im Livestream vorbei. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.